Willkommen zur nächsten Folge Strafrecht BT. Heute machen wir die einfache Körperverletzung nach § 223 StGB und ich lese vor. Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Eine sehr kurze Norm und hier haben wir auch schon zwei Sachen markiert, nämlich die körperliche Misshandlung und die Gesundheitsschädigung. Das sind auch die zwei wichtigsten Punkte bei der Prüfung der einfachen Körperverletzung. Kommen wir erst einmal zum ganzen Schema. Ja. Wir wissen Bescheid, Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld, unser ganz normales Schema. Wir befinden uns jetzt im objektiven Tatbestand und da beim Erfolg. Beim Erfolg müssen wir jetzt zwei Sachen prüfen, wie bereits angesprochen, die körperliche Misshandlung, aber auch die Gesundheitsschädigung. Und jetzt kommen zwei Definitionen, welche eigentlich für jeden Jurastudenten Pflicht sind und im Schlaf, ja, morgens um 3, die müsst ihr wirklich drauf haben. Das ist zum einen die körperliche Misshandlung, das ist eine üble oder jede üble unangemessene Behandlung, welche durch welche das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit des Opfers nicht nur unerheblich beeinträchtigt. Ja? Also jede üble unangemessene Behandlung, welche das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit des Opfers nicht nur unerheblich beeinträchtigt. Ja? Das heißt, wir können hier, ich sehe gerade, dass hier was doppelt ist, wir können das hier mal kurz streichen, hier dieses durch welche. So. Heißt für uns, ja, oder was heißt für uns, aber jedenfalls muss bei der körperlichen Misshandlung, da müssen keine Schmerzen beim Opfer mit verbunden sein, sprich, schreiendes Schmerzempfinden ist nicht erforderlich bei der körperlichen Misshandlung, denn zum Beispiel ist auch das Haare schneiden, ja, das Haare abschneiden ist auch eine körperliche Misshandlung. Ja, da sind ja keine Tränen, ja keine Schmerzen drauf. Wenn man jemanden die Haare abschneidet, somit wäre das auch eine körperliche Misshandlung ohne Schmerzen. Kommen wir zur Gesundheitsschädigung. Das ist das Steigern oder Hervorrufen eines pathologischen oder krankhaften Zustandes. Und hierbei ist zu beachten, dass beim Opfer eine Heilung notwendig ist, sprich die Schädigung durch den Täter muss kann nur durch eine Heilung sozusagen wieder gut gemacht werden. Und hierbei werden auch psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen erfasst. Und dann haben wir nämlich natürlich noch die Kausalität und die objektive Zurechnung, ganz, ganz klar, den subjektiven Tatbestand und Rechtswidrigkeit und Schuld, das kennen wir bereits. Ihr seht, das Ganze ist relativ einfach zu prüfen und hat jetzt nicht so viele Schwierigkeiten. Kommen wir zu einem Beispielfall. Lisa L. ist mächtig sauer auf Katja K., weil diese ihren Freund ausgespannt hat. Nun möchte sich die L. an der K. rächen. Aus diesem Grund bringt sie eine Schere mit in die nächste Verwaltungsrechtsvorlesung und setzt sich unbemerkt hinter die K. Mitten in der Vorlesung schneidet die L. der K. schnurstracks unbemerkt ihre schönen langen Haare ab. Die K. ist entsetzt, da sie sich die Haare 5 Jahre lang hat wachsen lassen. Hat sich die L. je nach § 223 Absatz 1 StGB strafbar gemacht. Ja, und wir prüfen ganz normal objektiver Tatbestand, Erfolg, körperliche Misshandlung. Was war das nochmal? Das war jede üble, unangemessene Behandlung, welche das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit des Opfers nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird. Und wir haben ja bereits gesagt, bei dem ganzen Prozess müssen keine Schmerzen auftreten. Ja? Und selbstredend ist das Haare abschneiden eine üble und unangemessene Behandlung, welche das körperliche Wohlbefinden der K. hier beeinträchtigt. Ja? Sie hat ihre Haare 5 Jahre lang wachsen lassen, somit ist das eine körperliche Beeinträchtigung für die, eine unangemessene Behandlung, somit können wir das Ganze hier bejahen. Und dann brauchen wir noch eine Gesundheitsschädigung und hier aufgepasst, es ist jetzt so, dass in den Paragraphen oder drin steht, das heißt eine körperliche Misshandlung oder eine Gesundheitsschädigung, ihr prüft bitte immer beide. Ja? Heißt also, ihr prüft bitte immer beide, kommt nicht auf die Idee nach körperlicher Misshandlung, obwohl diese vorliegt, aufzuhören, sondern prüft bitte beide, das setzen alle Professoren und alle Korrektoren voraus. Gesundheitsschädigung bei der Steigerung der Hervorrufen eines krankhaften Zustandes. Ja, und wir haben auch gesagt, dass auch psychische Schäden hiervon erfasst werden und man kann davon ausgehen, dass die K. hier ja psychisch Probleme bekommen wird, da sie eben ihre Haare hat lang wachsen lassen und ihre Haare wohl gern hat. Ja, somit können wir auch eine Gesundheitsschädigung mit sehr großer Wahrscheinlichkeit hier bejahen. Und dann haben wir natürlich auch die Kausalität und die objektive Zurechnung. Selbstredend war die Handlung der L hier kausal für die Körperverletzung, sprich für die Gesundheitsschädigung, für die körperliche Misshandlung bei der K. Und, also durch das Haarabschneiden eben,
und das Ganze ist der K, ist der L auch objektiv zurechenbar. Sie hat das Ganze hier natürlich mit Vorsatz gemacht und auch rechtswidrig und schuldhaft gehandelt. Das war es im Grunde jetzt schon zur körperlichen, zur Körperverletzung nach § 223 StGB. In den nächsten Folgen machen wir dann weiter mit der gefährlichen und der schweren Körperverletzung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer § 31.